Große Waldgebiete werden gerodet, nicht nur in Brasilien. Wälder sind der Baubranche vor allem in Städten, wo der Platz sowieso schon gering ist, ein Dorn im Auge. Für uns fühlt sich das falsch an. Es beschäftigt uns, ob es gerechtfertigt ist, den Wald hinter wirtschaftliche Interessen zu stellen. Sollten Stadtregierungen nicht mehr für den Erhalt und Aufbau ihrer Stadtwälder tun? Oder täuscht uns unser Gefühl? Ist es für die gesamte Gesellschaft sinnvoller, wenn Rodungsbewilligungen vergeben werden? Wir wollen das Problem wissenschaftlich angehen und uns anhand zweier Experteninterviews und einer neutralen Begutachtung von Literaturquellen eine faire Meinung bilden. Was ist der Wienerwald? Der Wienerwald erstreckt sich über 105.000 Hektar entlang der Hänge der auslaufenden Ostalpen. Er ist eines der größten zusammenhängenden Mischwaldgebiete in Mitteleuropa. Besonders macht ihn, dass er direkt an die Stadtgrenze Wiens, Österreichs größter Stadt, anschließt. Dank dieser Größe und Nähe ist er das wichtigste Naherholungsgebiet und ein Wahrzeichen von Wien geworden. Aus vielen verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass er ein wunderbarer Erholungsraum ist, wo jedes Jahr viele Millionen Besucherinnen und Besucher unterwegs sind. Weil Wien in verschiedenen Rankings zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wurde, erscheint uns der Wienerwald als geeignetes Beispiel zur Beantwortung der Forschungsfrage. Was ist im Biosphärenpark? Seit 2005 ist der Wienerwald ein sogenannter Biosphärenpark. Ziel der UNESCO-Biosphärenpark-Idee ist es, Mensch, Natur und Wirtschaft nebeneinander gleichberechtigt und nachhaltig zu entwickeln. Deswegen stehen 5% des Wienerwalds unter komplettem Naturschutz, die Urwälder von morgen. Der Wald außerhalb dieser Kernzonen steht dem Menschen zur Naherholung frei. Sanfte Forst- und Landwirtschaft sind möglich. Dort sind nur bestimmte Grünlandwidmungen zugelassen. Das heißt, auch dort ist keine massive Verbauung möglich, außer Gebäude, die in Grünland erlaubt sind, wie landwirtschaftliche Gebäude zum Beispiel. Und der Rest ist sogenannte Entwicklungszone. Hier darf sich die Wirtschaft normal entfalten. Wie sieht Wirtschaften und Naturschutz im Wienerwald aus? Diese Grafik zeigt, dass der Wald für die Wirtschaft in der Region nachteilig ist, gerade für die Immobilienbranche. Denn außerhalb der Siedlungsgebiete gibt es keine Rodungsbewilligungen für Grundstücke. Der Wienerwald ist ja ein sehr strenges Schutzgebiet. In Wien in der Bauordnung als Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel geschützt, im Biosphärenpark eben auch. Dann auch nach dem Naturschutzgesetz als Landschaftsschutzgebiet, zum Teil Naturschutzgebiet, Natura 2000 Gebiet. Der Wienerwald ist kein Erlebnispark. Außer den Wanderwegen, ein paar Mountainbike-Strecken und Spielplätzen gibt es fast keine Angebote, auch keine Hundezonen. Der Wienerwald selbst und nichts anderes soll dem Menschen hier Erholung spenden. Dann sind wir eigentlich in vielen Bereichen im Wienerwald doch deutlich näher beim Urwald als bei der Fichtenplantage. Im Vergleich mit der Südachse hat der Wienerwald kaum wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten, was sich negativ auf die Einnahmen der Gemeinden auswirkt. Dennoch genießen die Gemeinden den verringerten Siedlungsdruck dank der Begrenzungen des Wienerwalds. Sie identifizieren sich mit der Biosphärenpark-Idee. Wir denken, dass der Biosphärenpark ein gelungenes Instrument ist, um die wirtschaftlichen Folgen in der Region zu dämpfen und trotzdem Naturschutz zu betreiben. Denn ohne Naturschutz wären die nun folgenden Nutzen kleiner oder nicht existent. Welchen Nutzen hat der Wienerwald für die Stadt Wien? Neben der Erholungsnutzung ist der Wienerwald ein Quell von feuchter Kaltluft. Im Schatten in der Innenstadt oder im Freiland ist es im Sommer um 6 Grad wärmer als im Wienerwald. Der klimatische Nutzen ist der essentiellste, denn ohne den Wienerwald wäre es in Wien besonders im Sommer noch um einige Grad wärmer und unerträglicher. Wir schätzen und spüren diesen Nutzen jeden Tag und finden, dass allein das schon ein Grund ist, warum Städte ihren Wald erhalten sollten. Zusätzlich dazu produzieren die Bäume und Pflanzen des Wienerwalds Sauerstoff für 2 Millionen Menschen und absorbieren 80% mehr CO2 als Ackerboden. Ohne die Wienerwaldbäume wäre Wiens Luftqualität mit osteuropäischen Städten zu vergleichen. Natürlich, der landschaftsästhetische Aspekt ist nicht zu vernachlässigen. Der Wienerwald ist eine Wohltat fürs Auge zu bestimmten Jahreszeiten. Diesen Nutzen, der uns sehr beeindruckt hat, haben wir auch in diesem Film festgehalten. Wäre Wien noch die lebenswerteste Stadt ohne den Wienerwald? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, natürlich nicht. Da hat der Wienerwald schon einen wichtigen Anteil daran, klar, selbstverständlich. Sollten Stadtregierungen mehr in den Erhalt von Grüngebieten investieren? Auch wenn der Wienerwald der Wirtschaft schadet, könnte der Bau-, Land- und forstwirtschaftliche Nutzen niemals die Auswirkungen auf die Lebensqualität ausgleichen. Wir selbst haben während der Dreharbeit mehrere Tage im Wienerwald verbracht und haben dort eine Zeit erlebt, die wir nie wieder vergessen werden. Um dorthin zu kommen, mussten wir gerade einmal eine halbe Stunde mit der Straßenbahn fahren. Das, was wir gefühlt haben, wurde uns von den Experten bestätigt.
Es zahlt sich aus für Stadtregierungen, in große Grüngebiete zu investieren. Ob aber eine Stadt bereit ist, die einigen Millionen Euro jährlich aufzuwenden, bleibt letztendlich eine ideologische Frage. Eines steht aber fest: Gerade durch den Klimawandel steigt die Bedeutung solcher Wälder drastisch an.